Dieser Sneaker hier kostet 9 Euro. Reicht. Heißt das wäre ein Ernst? Gucci für Sportschuhe, Leute. Was kostet der Scheiß? Einfach mal 1500 Euro. Ich darf euch herzlich begrüßen zu meinem neuen Vlog. Leute, es ist gerade 9 Uhr. Für meine Verhältnisse auch etwas zu früh. Ja, wohin geht's? Leute, es geht nach Holland. Besser gesagt nach Roermond. Ich glaube, ich spreche es falsch aus. Dort ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Designer-Outlet mit vielen guten Marken. Und ja, es ist günstig für mich, dort einzukaufen, statt irgendwo anders. Deswegen fahre ich dahin. Ich habe auf jeden Fall einen engen Zeitplan, sag ich mal, weil nach Roermond muss ich wieder nach Düsseldorf. Düsseldorf und Roermond liegen so 30 Minuten aneinander mit dem Auto. Deswegen kommt das sehr gelegen, dorthin zu fahren. Das hier wird gerade ein richtiger Shopping-Vlog, also ich werde auf jeden Fall richtig eskalieren. Also ich werde, so wie ich mich kenne, denke ich mal viel Geld ausgeben, soweit ich coole Sachen finde. Und bevor ich losgehe, sollte ich auf jeden Fall nochmal meine Haare machen. Also Leute, wir sehen uns gleich. Reicht. So Leute, ich fahre jetzt auf jeden Fall los und ja, wir sehen uns in Holland. So Leute, nach endlichen hunderten Kilometern sind wir jetzt fast angekommen. Und ja, ich bin natürlich nicht alleine unterwegs. Wie eigentlich bei jedem Vlog, wo ich einfach mal rausfahre, bin ich mit meinem älteren Bruder. Ja, auf jeden Fall. Sind wir schon in Holland eigentlich? Fast, ne? Gleich. Hier in Holland ist das Wetter auf jeden Fall schlechter als in Hamburg. So, was für mich voll unvorstellbar ist eigentlich. So, in Hamburg ist gerade richtig geiles Wetter. Und jetzt, wo ich außerhalb Hamburg bin, ist einfach so komisches Wetter so. Es regnet jetzt gerade im Moment nicht, aber ich bin mir sicher, dass es später auch regnen wird. Naja Leute, bis gleich. Leute, währenddessen ich gerade rede, bin ich in Deutschland und genau jetzt bin ich in Niederlanden. Leute, schnelle Welle, die Cap aufgesetzt, Windbreaker angezogen. Es regnet wie in Stürmen. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier angekommen. Ich werde jetzt hier als erstes den Nike Store, wo mein Bruder da hinten ist. Er chillt einmal mit einer kurzen Hose. Bester Mann. Ich werde auf jeden Fall jetzt den Nike Store abchecken. Ich versuche so viel aufzunehmen, wie ich kann. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute im Store mich nicht lassen werden zu filmen. Aber ich werde es trotzdem schaffen, Leute. Also, bis gleich. Bin ich auf jeden Fall schon mal fündig geworden. Ich habe mir dort was gekauft, jetzt nichts Besonderes, aber was Cooles, Günstiges. Und ja Leute, kurz zur Info, alle Sachen, die ich mir jetzt kaufe, stelle ich nicht in diesem Video vor. Ich stelle sie in einem Latest Pickups Video vor. Ich weiß nicht, wann ich das Latest Pickups Video hochlade, wahrscheinlich in Tage auf jeden Fall. Outfit of the Day, Gucci Cap, Moncler X Off-White T-Shirt, Gucci Umhängetasche, Jeans von Zara und Human Race NMDs.
Leute, eiskalt, dieser Sneaker hier kostet 9 Euro. Diese beiden Sneakers. Krass. 9 Euro, Leute. Also, ich werde ihn auf jeden Fall niemals in meinem Leben tragen, aber der sieht auf jeden Fall nicht scheiße aus, aber trotzdem würde ich ihn niemals in meinem Leben tragen. Und wie fandest du bis jetzt die ersten Läden? Ich weiß nicht, die haben Leute, die extra nach Land fahren, Digga. Ganz, ganz schlimm. Also Leute, die ersten Läden waren ein bisschen echt langweilig, sag ich mal. Ja, ich hoffe mal jetzt, dass irgendwie bei Gucci oder irgendwas da ist, was ich mir kaufen kann, weil ich bin eigentlich ehrlich gesagt, ich freue mich die ganze Zeit hier auf Gucci. Ich hoffe irgendwie, ich finde irgendwas dort, so zu einem günstigen Preis dort irgendwas zu kaufen, ist einfach fresh. Und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Gucci. So Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Versace waren so ein Bluff einfach. Da sind immer noch richtig hohe Preise, so auch die normalen Läden wie Diesel und so alles. Hier Adidas und Nike, alles langweilig. Ich habe mir jetzt bei Nike nur ein Trikot gekauft. Ich zeige es euch, wie gesagt, in einem separaten Video. So Leute, jetzt kommen zwei Läden, wo ich meine ganze Hoffnung noch mal drin habe. Und zwar Discord und Moncler. Ich hoffe mal, dort gibt es irgendwas, was geil aussieht, was günstig ist. Einfach ein geiles Schnäppchen, Leute. Hier ist Moncler und hier ist Discord. Aber wir gehen eigentlich mal Moncler oder Discord. Xing Shang Shang, komm. Xing Shang Shang. Juhu! Bester Mann. Ein Gewinn gegen die Xing Shang Shang. So Leute, ich bin gerade richtig enttäuscht von Discord und Moncler. Also da gab es einfach nichts. So generell die Preise sind immer noch teuer. Also die kosten immer noch sehr viel. Hier zum Beispiel ein Pullover, den ich normalerweise sogar bei Mintos in Hamburg für 250 Euro kriegen würde, wenn er im Sale dort ist, kostet hier 350 Euro. Das ist einfach noch viel zu viel. So, ich dachte jetzt so, wenn man ein Outlet hier ist, so kostet alles immer 50% günstiger. Aber da habe ich mich auf jeden Fall getäuscht. So, letzte Chance, also letzte Hoffnung ist Gucci. Ich war noch nicht bei Gucci. Ich hoffe, ich finde das hier noch. Und ja, ich nehme euch dann mit. Halt deren Ernst. Gucci für Special, Leute. Was kostet der Scheiß? Also die kosten 275 Euro. Krass, Gucci für Special. €120 für das T-Shirt, Leute. Was sagt ihr? Kann man machen, kann man nicht machen. Ich find's gar nicht so schlecht. Das ist wiederum in so ein Shirt, wo man sich fragt, ja, ist das ein Original, so wo man das auf der Straße sieht, wisst ihr, was ich meine? So 130 Euro kann man eigentlich machen, aber ist mir zu schlecht. Sieht das aus? So, okay, ein bisschen. Sag mal, dreh dich mal um. Was ist denn? Ja, das ist schwierig. Kostet einfach mal 1500 Euro. Ja, krasses Ding. Aber die Quali ist so heftig, ne? Wie fandest du jetzt so die Läden so im Endeffekt? An sich gar keine schlechte Auswahl, aber in den Läden drin ist leider nur echt der Rest von den Resten, ne? Also das meiste will wirklich gar keiner haben. Und die Preise sind auch immer noch dementsprechend sehr, sehr hoch angesetzt. Sprich, ich weiß nicht, ob es sich lohnt hinzufahren. Haben wir jetzt gemacht. Nee, ob wir es nächstes Mal machen, weiß ich nicht. Ja, Leute, man kann hier auf jeden Fall vorbeikommen, sich das angucken. Nike und so hat coole Sachen. Und
ja, so Gucci hatte auch, finde ich, gute Preise eigentlich von Dingen. An sich schon, Auswahl ist auch auf jeden Fall besser, da ich das Outlet in Neumünster kenne, aber will auch niemand eigentlich haben, ne? Und vieles sieht echt gefälscht aus, dadurch, dass das relativ alte Kollektionen sind. Ich würde mal sagen, ich beende den Vlog. Morgen werde ich euch die Einkäufe vorstellen, die ich heute gemacht habe. Also checkt das Video auf jeden Fall ab. Wenn Informationen folgen sollten, werdet ihr das, denke ich mal, auf Instagram als erstes erfahren. Deswegen checkt mich auf Instagram ab, checkt meinen Bro auch auf Instagram ab und abonniert mich auf YouTube und stellt die Glocke auf. Aktiv, Digga. Stellt die auf aktiv, habt ihr gehört? Aktiv. All am Land, aktiv. Also Leute, ich werde mal sagen, skr, skr.